Ja, eine relativ lange Auszeit hatte auch Josh Koscheck. Trotzdem hat er ja mehr oder weniger kurzen Prozess mit Matt Hughes gemacht und ihn kurz vor Ende der ersten Runde K.O. geschlagen. Wie habt ihr den Kampf gesehen? Ja, vom Verlauf und vom Ergebnis her eigentlich ziemlich so, wie Jan und ich das auch prognostiziert hatten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir mit der Runde noch richtig lagen, aber auf jeden Fall, was das TKO angeht. Das Einzige, was mich eigentlich ein bisschen verwundert hat, ist, dass Hughes so in den ersten ein, zwei, 2,5 Minuten des Kampfes noch relativ gut aussah im Stand und Koscheck tatsächlich ein paar Mal getroffen hat. Und es wirkte irgendwie so, dass als hätte Koscheck da etwas Schwierigkeiten, wenn er auf das Auge getroffen wurde, das nach dem George St. Pierre-Kampf so schwer verletzt war. Das ist also natürlich eine Sache, die man vielleicht Koscheck betreffend mal im Auge behalten sollte, was die Zukunft angeht. Aber ja, letzten Endes irgendwie ist es dann ja doch recht schnell und recht brutal zugunsten von Crosscheck geendet. Ich muss sagen, Matt Hughes hat mich im Stand auf jeden Fall überrascht. Also scheint wirklich so, als würde er auf seine alten Tage hin doch noch was dazulernen. Maid-Bewegungen waren gut, Schlagkombinationen waren gut. Kostcheck war dann eben wie immer, hat auf seinen rechten Schwinger gewartet und ja, damit dann schlussendlich auch das Kampfende eingeleitet. Für Koscheck war es der erste Schritt zurück an die Spitze. Allerdings war nach dem letzten Kampf gegen Georges St-Pierre und seiner zweiten Niederlage gegen den eigentlich schon ziemlich klar, dass er so schnell nicht wieder um den Titel kämpfen wird, solange GSP den hält. Koscheck hat jetzt immer wieder darüber gesprochen, vielleicht ins Mittelgewicht zu wechseln. Was seht ihr da für ihn in der Zukunft? Tja, das ist natürlich im Weltergewicht wirklich eine ungünstige Situation für ihn. Er gehört da sicherlich mit zu den besten Leuten, aber wie du schon sagtest, einen dritten Kampf gegen George St-Pierre, den wird er so schnell nicht kriegen oder eventuell nie kriegen, weil den einfach keiner sehen will irgendwie. Dafür waren die bisherigen Kämpfe nicht knapp genug. Also vor allen Dingen der zweite war ja doch ziemlich eindeutig. Und ja, und wie lange George St. Pierre noch Champion sein wird, kann natürlich keiner mit Sicherheit sagen, aber es spricht viel dafür, dass das noch lange Zeit sein wird. Insofern wäre das für ihn vielleicht eine gewisse Motivation, wirklich die Gewichtsklasse zu wechseln. Wobei auf der anderen Seite im Mittelgewicht hast du einen genauso extrem dominanten Champion in Anderson Silva, wo du allenfalls sagen kannst, okay, der ist schon ein bisschen älter als GSP, aber davon mal abgesehen, ist der auch kaum zu schlagen. Und sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass Koscheck jetzt der Mann wäre, um Silver zu besiegen. Insofern, ja, sieht's mit seinen Titelambitionen einfach schlecht aus auf die nächsten Jahre, fürchte ich. Koscheck muss jetzt einfach darauf hoffen, dass einer von GSPs nächsten Gegnern, also jetzt erstmal im Oktober Carlos Condit, Anfang 2012 wahrscheinlich Nick Diaz, falls er BJ Penn besiegen kann. Wenn einer dieser beiden den Titel an sich reißt, dann denke ich, dass Koscheck nochmal eine Chance haben könnte. Allerdings muss ich gleichzeitig sagen, dass ich nicht dran glaube, dass einer der beiden GSP den Titel abnehmen wird. Falls sich Koscheck dazu entschließt, nicht ins Mittelgewicht zu wechseln, wo er unter anderem gegen Chris Lieben kämpfen wollte, dann würde ich ihn als nächstes gegen Jake Ellenberger stellen und Ellenberger dann im Falle eines Sieges einen Titelkampf geben. Dann wäre sein Platz als Nummer 1 Herausforderer auf jeden Fall legitimiert mit Siegen über Jake Shields und Josh Koscheck. Ja, Ellenberger definitiv sehr, sehr guter Kandidat. Andernfalls, wenn es aus dem einen oder anderen Grund nicht dazu kommen sollte, fände ich den Sieger von Rory McDonald gegen Brian Ebersole auch noch einen ganz interessanten Kandidaten. Das wäre für, also es sind ja beides Kämpfer, die im Augenblick eine recht steile Karriere in der UFC hinlegen und deutlich aufgestiegen sind. Und derjenige, der aus diesem Match als Sieger hervorgeht, wenn der dann anschließend gegen Koscheck gewinnen würde, dann wäre er damit definitiv auch mitten in the mix, wie man so sagt. Ja, für Hughes sieht's dagegen ganz anders aus. Zwar wollte er nach dem Kampf das Wort Rücktritt nicht in den Mund nehmen. Geht ihr dennoch davon aus, dass das sein letzter Kampf im Oktagon war? Ja, wie schon in der letzten Sendung gesagt, hängt es meiner Meinung nach mit der Art der Niederlage zusammen. Er ist jetzt zweimal hintereinander schwer K.O. gegangen. Das sollte man nach einer langen und erfolgreichen Karriere wie seiner schon mal ernsthaft über einen Rücktritt nachdenken. So wie er aber nach dem Kampf im Interview gesprochen hat, glaube ich, dass er tatsächlich erstmal eine längere Pause einlegen wird.
und nicht direkt einen Rücktritt verkündet oder sagt, er holt sich jetzt sofort wieder einen Kampf, um wieder auf die Siegerstraße zurückkehren zu können. Ich glaube, er wartet einfach ab, bis es einen neuen Gegner gibt, der ihn reizt. Und wenn Geld und Gegner stimmen, wird er bestimmt nochmal ins Oktagon zurückkehren. Und wenn eben die Angebote ausbleiben, es keine attraktiven Gegner für ihn gibt, dann bleibt er eben auf seiner Farm hocken. Ja, in der Tat. Ich habe hier gerade noch vor wenigen Minuten einen Kommentar von Dana White zu dieser Frage mitbekommen. Also dessen Einschätzung lautet, er geht quasi davon aus, dass das Hughes jetzt sagt, ja, mal gucken, mal abwarten, ich schieb das mal auf die lange Bank, aber dass er sich letzten Endes nicht mehr melden wird. Also dass das de facto eben schon der Rücktritt gestern Abend war. Weil er eben nicht mehr die Motivation haben wird, nochmal einen Kampf anzunehmen. Aber gut, das ist natürlich nur Spekulation. Dana White hat jetzt auf jeden Fall nicht gesagt, dass er ihm keinen Kampf mehr geben würde oder sowas. Das würde er wohl schon, sondern halt nur, dass er selber denkt, dass Hughes nicht mehr so wirklich will. Und damit kommen wir zum Hauptkampf des Abends. Da verteidigte Halbschwergewichtschampion John Jones seinen Titel gegen Quentin Rampage Jackson durch einen Submission-Sieg in der vierten Runde. Was habt ihr von dem Kampf gehalten, der zum Kampf des Abends gewählt wurde? Tja, was haben wir von dem Kampf gehalten oder von der Tatsache, dass er Kampf des Abends wurde? Also der Kampf als solcher hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht irgendwie überrascht. Klar ist da natürlich immer die Hoffnung oder immer so dieser leise, kleine Unsicherheitsfaktor, hey, es könnte ja doch alles ganz anders kommen. Aber die Erwartungen waren ja eigentlich, dass Jones Rampage komplett dominieren würde, dass es Rampage eben nicht gelingen würde, nah genug ranzukommen, um seine Schläge wirklich zu landen. Und dass Jones der viel, viel vielseitigere Kämpfer sein würde. Und genauso war es dann letzten Endes auch. Kampf des Abends weiß ich im Übrigen nicht so recht. Ist halt Geschmackssache, ob man, wie spannend man das findet, wenn ein Kämpfer halt, also wenn, sagen wir mal, ein Kämpfer seine ganze Brillanz darstellen kann, aber der Kampf als solcher dadurch sehr, sehr einseitig ist. Mir gefällt das nicht so gut. Ich mag halt knappe und enge Kämpfe lieber, aber es ist natürlich irgendwie schon spektakulär, Jones dazu zu sehen. Ich muss da Konstantin zustimmen. Also wenn es darum geht, welcher Kampf der Kampf des Abends ist, dann würde ich gerne Kämpfe sehen, in denen es hin und her ging, in denen beide Kämpfer gute Aktionen landen konnten. Aber wie gegen Shogun im März war das einfach nur 3 Runden lang. Er hat ihn komplett dominiert. Vielleicht nicht so überrannt wie Shogun oder Brandon Vera oder Wladimir Matjuschenko, sondern mehr die Strategie ruhig und taktisch klug durchgezogen und dann am Ende absolut souverän gewonnen. Beeindruckende Leistung. Und ich muss aber dazu sagen, dass Rampage auf mich in dem Kampf, obwohl er nicht so gut aussah im Schlagabtausch, doch so gewirkt hat, als wäre diesmal tatsächlich sehr gut vorbereitet gewesen und hätte nicht nur so ein halbherziges Trainingslager hinter sich. Die Takedown-Defense war hervorragend, also bis auf die vierte Runde, als er dann wahrscheinlich konditionell auch schon ein bisschen angeschlagen war und durch die ganzen Körpertreffer zermürbt und dieses eine Single-Leg-Takedown, hat er eigentlich die ganzen verschiedenen Takedown-Versuche in den ersten 3 Runden sehr gut abgewehrt. Und auch im Stand, obwohl seine Offensive jetzt eigentlich nicht der Rede wert war, hat er doch die meisten Schläge von Jones mit seinen Maid-Bewegungen auspendeln können. Also Rampage hat zwar verloren, aber für mich hat der Kampf gezeigt, dass auch er noch lange nicht am Ende ist in der UFC. Wenn alles nach Plan läuft, dann wird Jones wohl als nächstes gegen Rashard Evans kämpfen. Jan, du hattest letzte Woche gesagt, dass du eigentlich nur Anderson Silva oder Cain Velasquez eine Chance gegen Jones gibst. Hat sich deine Meinung nach dem Kampf geändert? Absolut nicht. Also Dan Henderson könnte ihn vielleicht mit seinem rechten Hammer K.O. schlagen, sowas ist immer drin. Aber realistische Chancen rechne ich keinem anderen Halbschwergewicht der Welt aus, auch nicht Rashard Evans. John Jones ist größer, er hat einen Reichweitenvorteil, er ist athletischer, er ist vielseitiger, ein hervorragender Ringer. Also ich wüsste nicht,
was Evans tun könnte, um ihn klar zu besiegen. Die Taktik für ihn müsste eigentlich lauten, schnell rein und raus, entweder außerhalb der Reichweite oder direkt an ihn ran und clinchen und mit Dirty Boxing arbeiten und vielleicht Takedown versuchen und das gerne unterschätzte Ground and Pound von Evans einsetzen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht daran, dass er das alles schaffen wird. Ja, ich bin da ähnlich pessimistisch. Es ist immer so die Hoffnung im Hinterkopf, dass Evans aus der reichhaltigen Erfahrung, die er aus dem gemeinsamen Training mit Jones hat ziehen können, vielleicht noch irgendwelche Vorteile hat, die er dann in dem Kampf wird einsetzen können. Aber sage ich mal, für uns, die wir beim Training nicht dabei waren und eben nur die Kämpfe der beiden kennen, sehe ich auch keine großen Möglichkeiten für ihn und sehe ich keine großen Möglichkeiten für überhaupt irgendwen im Halbschwergewicht. Ja, ihr hattet beide letzte Woche gesagt, dass Rampage eigentlich nur mit Glück gewinnen kann. Man konnte auch den ganzen Kampf übersehen, dass er nur diese Strategie verfolgt hat. Also weit ausholen und dann aufs Glück hoffen. Wie lange kann er sich damit noch an der Spitze halten? Ich denke, dass er sich durchaus noch an der Spitze halten kann. Also, wie gesagt, zum einen gegen Jon Jones sieht halt jeder schlecht aus. Wenn man sich jetzt mal ansieht, wie zum Beispiel Shogun Rua gegen ihn ausgesehen hat, das war ja auch katastrophal. Trotzdem ist Rua auf fast jedem Ranking nach wie vor die Nummer 2 im Halbschwergewicht. Rampage hat in seinen letzten Kämpfen gezeigt, dass er gegen Leute wie Machida gewinnen kann, gegen Rashad Evans beispielsweise, der ja auch auch eins der Top-Halbschwergewichte ist, hat er nur knapp verloren. Und ich denke ehrlich gesagt sogar, dass er in dem Kampf gegen Rashad, wenn er da in der Form gewesen wäre, in der er gegen Jones am Samstag war, möglicherweise sogar gewonnen hätte. Gut, das ist natürlich Spekulation, aber worauf ich hinaus will, ist jedenfalls, er kämpft eigentlich gegen die Top-Leute im Halbschwergewicht konstant und entweder gewinnt er oder er verliert knapp, mit Ausnahme des Jones-Kampfes jetzt. Insofern sehe ich ihn da durchaus nach wie vor als Größe, mit der absolut zu rechnen ist. Er hat vielleicht, das kann man ihm schon vorwerfen, seinen Kampfstil über die Jahre nicht so wahnsinnig stark weiterentwickelt. Er ist nach wie vor ein relativ einseitiger Kämpfer, was ihm ja auch immer vorgeworfen wird. Er setzt kaum Kicks ein. Er irgendwie an Submission ist ja gar nicht zu denken oder so. Er will halt eigentlich am liebsten die Leute immer schön im Stand K.O. hauen so oder möglicherweise noch mal ein bisschen Ground and Pound, wenn sich das anbietet. Aber das war's dann auch. Und das ist natürlich sehr einseitig. Und das ist wohl auch der Grund, warum ich nicht damit rechne, dass er nochmal einen Titel gewinnen wird im Halbschwergewicht, aber zumindest als durchaus hochklassiger Gatekeeper und solide in den Top Ten sehe ich ihn schon auf die nächsten Jahre hinaus noch. Ja, gegen wen würdet ihr ihn als nächstes in den Käfig stellen? Er selbst hat ja darum gebeten, in Japan gegen Shogun kämpfen zu dürfen. Ich denke allerdings, dass es dazu nur dann kommen wird, wenn Shogun gegen Dan Henderson bei UFC 139 verliert. Also wenn Shogun dort gewinnen sollte, dann rechne ich eher, oder anders gesagt, ich rechne eher damit, dass der Gewinner dieses Matches der nächste Titelherausforderer nach Rashad Evans sein wird. Aber ja, wenn Shogun verlieren sollte, dann wäre das durchaus sinnvoll, ihn bei der Japan-Show gegen Rampage zu stellen. Andernfalls könnte ich mir eben auch Henderson als Gegner vorstellen, wenn der verliert, oder aber ein Rematch mit Machida. Und noch einen vierten Gegner. Rampage hat im Interview mit Ariel Helwani auch gesagt, er hätte gern noch den Rückkampf gegen Forrest Griffin. Und ich denke mal, für die Veranstaltung in Japan wäre das zeitlich gesehen durchaus eine Möglichkeit. Griffin wurde ja vor kurzem Vater und kümmert sich jetzt erstmal um sein Kind, aber ich denke mal, so im Februar wird er dann schon wieder kämpfen können.